Fische ich gefangen habe. Toll! Lass er noch nicht aussteigen. Warte doch, bis ich an. Aua! Großer Tag! Oh Gott, Papa! Meine Damen und Herren, in Kürze landen wir in Stockholm, Arlanda. Wir bitten Sie, die Rückenlehne Ihres Sitzes und den Tisch in eine aufrechte Position zu bringen. Bis morgen. Hey, Do. Hey, Malte. Hey, Lena. Warum bist du nicht auf dem Flug nach New York? Mein Dienst hat sich geändert. Ich fliege die Nachtmaschine. Ach so. Das heißt, wir haben den ganzen Tag zusammen. Mhm. Ich habe übrigens einen Termin mit der Maklerin gemacht. Um 11 Uhr können wir uns die Wohnung in der Bürgerjahl ansehen. 120 Quadratmeter Holz. Malte, wir haben doch schon so oft darüber gesprochen. Warum willst du denn unbedingt, dass wir zusammenziehen? Ich meine, ist doch alles schön mit uns, doch alles perfekt. Warte mal kurz, mein Telefon. Lena Lagerberg, hallo? Ingrid. Lena, du musst kommen. Papa hat einen Unfall gehabt. Was, ein Unfall? Was ist denn passiert? Das erzähle ich dir alles, wenn du hier bist. Wann kannst du da sein? Wie, wann ich da sein kann? Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin und morgen früh fliege ich nach Sydney, also... Eigentlich kann ich gar nicht. Diesmal gibt es keine Ausflüchte. Er ist dein Vater und er wird auch nicht jünger. Mein Gott, Lena, einmal musst du doch über deinen Schatten springen. Oder willst du warten, bis wir hier alle gestorben sind? Lena? Bist du noch dran? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Gut, ich komme. Heute Abend bin ich da. Du, ich bin 5 Minuten im Büro. Was ist denn das für ein Projekt? Wie heißt es, Marilund? Und wo liegt es? Ja, ich bin gleich oben. Wie es aussieht, ist das eine richtig tolle Sache. Das Haus ist alt, steht seit Jahren leer. Und der Ort, 1A-Lage. Magnus, das ist eine Gelegenheit. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich Marilund. Wenn wir das alte Haus sanieren und 8 bis 10 Apartments reinbauen, da können wir hier auf dem Grund ganz locker, ich sag mal, 45 Wohneinheiten hinsetzen. Mit allen Schikanen, mit Seeblick, mit Sauna, Wellnessbereich, vielleicht sogar kleiner Hafen. Das wird ein Knaller. Ja, wir müssen nur schnell sein. Es gibt noch weitere Interessenten, hat mir mein Freund von der Bank erzählt. Also, du fährst hin, siehst dir die Sache an und machst ein paar Pläne. Und nächste Woche wissen wir, ob sich die Sache rechnet. Da? Ingrid? Hallo, Lena. Papa.
Ingrid hat gesagt, du hattest einen Unfall. Ich bin so schnell wie möglich hergekommen. Und jetzt ist es nur eine gebrochene Schulter. Gott sei Dank ist es nur eine gebrochene Schulter. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Jetzt nicht mehr. Schön, dass du gekommen bist nach so vielen Jahren. Ich weiß, wie schwer dir das fallen muss. Papa. Bist meine Tante? Du bist Lasse? Ich habe immer gedacht, du wärst noch ein Baby. Lasse, warte. Erst Mund abputzen. Ach, tut mir leid. Hallo. Ja, man sollte eben zur Bärenzeit keine empfindlichen Sachen anziehen. Oder zumindest nicht so kleine Ferkel an sich ranlassen. Ist nicht so schlimm, ich wollte mich sowieso umziehen. Wo werde ich denn schlafen? In deinem Zimmer natürlich. Ja, komm doch gleich mit. Wo ist eigentlich dein Mann? Sören ist in Ackersund auf der Bauernmesse. Ach, schade. Ja, es wird ihm leid tun, dich nicht zu sehen. Ich bin so froh, dass du kommen konntest. Ich hatte wohl keine andere Wahl nach deinem Anruf. Schämst du dich wenigstens ein bisschen? Haha, im Gegenteil. Opa, hast du noch Schmerzen? Na, halb so wild. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte mir schon früher die Schulter brechen sollen. Komm. Marilund? Noch nie davon gehört. Gibt es da einen Flugplatz? Britta, du, ich muss da einfach hin. Ich war da mal als Kind. Das ist ein Traum. Warum willst du nicht mitfahren? Du und Emma, ihr könnt ein bisschen relaxen, schwimmen, gut essen. Und abends kommen wir vielleicht endlich mal wieder dazu zu reden. Ich habe jetzt aber keine Zeit zum Relaxen. Hast du vergessen, dass ich nach Göteborg muss? In 2 Stunden geht mein Flieger. Hörst du mir überhaupt zu? Ich möchte mit Emma und dir in dieses Haus fahren. Glaub mir, das ist wirklich was Besonderes. Aber ich muss zu diesem Vorstellungstermin. So eine Chance bekomme ich so schnell nicht wieder. Ja. Ja, es ist einfach wie bei den Königskindern. Wir beide, wir kommen nicht zusammen. Selbst wenn wir es wollten. Was willst du damit sagen? Wir versuchen es doch immer wieder. Es kann doch nicht sein, dass wir nur wegen unserer Jobs... Vielleicht ist es gar nicht nur wegen unserer Jobs. Okay. Tu, was du tun musst. Ich gehe davon aus, dass du Emma nimmst. Ich kann mich in Göteborg wirklich nicht um sie kümmern. Ja, sicher. Meld dich mal. Ich muss los. Ich habe uns dort eine Ferienwohnung gemietet. Und ich kann da wirklich reiten? Nicht nur in der Halle? Die Vermieterin sagte, wenn du sicher im Sattel bist, kannst du da reiten, so viel du willst. Die haben 10 Pferde. Und Mama? Kommt sie nach? Das hängt davon ab, wie die Sache in Göteborg läuft. Habt ihr euch wieder gestritten? Ach was. Sie hat in Göteborg zu tun und ich eben in Maryland. Hier hat sich echt nichts verändert. Wir sind erwachsen geworden. Ist ja sogar gestimmt. Papa hat immer drauf geachtet. Aber gespielt hat er nicht mehr, seit du weggegangen bist. Jetzt erzähl doch mal, Lena. Wie geht's dir in der großen Welt? Macht's dir immer noch Spaß, jeden Tag woanders zu sein? Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Du weißt doch, es war immer mein großer Traum zu fliegen. Und dein Freund, der Pilot, Malte, es gibt ihn doch noch. Ja, es gibt ihn noch. Ja, und? Werdet ihr heiraten? Wollt ihr Kinder haben? Er ist Pilot, ich bin Stewardess. Wir haben noch nie mal eine gemeinsame Wohnung. Ach so. Das ist schon in Ordnung so. Ich kann mir ein anderes Leben auch gar nicht vorstellen. Aber so richtig glücklich bist du nicht.
Was machen Sie da? Das ist Privatbesitz. Frau Frödin. Hallo. Ja, ich habe gar nicht erwartet, Sie hier noch anzutreffen. Naja, Sie kennen mich sicher nicht mehr. Ich bin Magnus. Magnus Jakobsen. Ich habe als Kind hier mal einen Sommer verbracht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das ist gut 30 Jahre her. Meine Eltern hatten das obere Stockwerk gemietet. Ich konnte von meinem Bett aus über den ganzen See gucken. Das war der schönste Sommer meiner Kindheit. Vor 30 Jahren. Ja. Damals war es noch schön auf Marielund. Entschuldigung, dass ich Sie so angestarrt habe, aber es war fast unwirklich. Der See, das Licht und Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Aufwachen. Ja, wir sind da. Kann ich gleich reiten? Reiten? Weißt du, wie spät es ist? Magnus Jakobsen? Ja. Hallo. Herzlich willkommen. Das ist meine Tochter. Emma. Ingrid. Entschuldigen Sie, dass wir so spät dran sind, aber ich hatte längst vergessen, wie weit es dann doch von Stockholm bis hier raus ist. Ach, Sie waren schon mal hier? Ja. Ich habe als Kind mal Ferien gemacht, auf Marielund. Dann kennen Sie sich ja in der Gegend aus. Das bringen wir gleich ins Gästehaus. Danke. Dein Zimmer wird dir gefallen. Danke. Oh, da sowas. Sie? Ja, wohnen Sie hier? Ja? Naja, eigentlich nicht. Ich wohne in Stockholm. Komm schnell, das musst du dir ansehen. Ich glaube, ihr Typ wird verlangt. Man soll seine Familie nicht warten lassen. Ihr seid schon mit dem Essen fertig, oder? Ich habe am See einfach die Zeit vergessen. Tut mir leid, Papa. Du hast schon immer gerne geträumt. Wie machst du das eigentlich in deinem Beruf? Du hättest ein bisschen pünktlich sein. Ich habe noch nicht ein einziges Mal meinen Pfleger verpasst. Ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis du wiederkommst. 10 Jahre. Es hat sich nicht ergeben. Mein Leben spielt sich halt woanders ab. Wie lange bleibst du jetzt? Ich habe mir 3 Tage Urlaub genommen. Ist ja nicht gerade viel Zeit. Danke. Papa, ich habe einen Beruf. Ich kann nicht einfach wochenlang Urlaub machen. Jedenfalls nicht hier. Du glaubst wirklich, man kann seine Wurzeln kappen. Einfach so. Wenn es einem damit besser geht? Ich glaube, man kann sich von dem lösen, was war. Mach dir doch nichts vor. Man kann sich von den Gespenstern seiner Vergangenheit erst lösen, wenn man sich ihnen stellt. Nicht, wenn man immer davonläuft. Du
weiß doch gar nicht, wovon du sprichst. Du musst ja nicht leben mit meiner Schuld. Wahnsinn, ihr trinkt ihr an Äpfeln. Waren das früher eigentlich auch so viele? Weißt du nicht mehr, wie wir früher mal Bettpflücken gemacht haben? Ich dachte immer, wir hätten jede Menge Äpfel, aber die Marilund, die hatten doch immer 10-mal so viel wie wir. Du weißt, wie sehr sich Papa freut, dass du da bist. Seine Lieblingstochter zieht in die weite Welt und kommt nicht zurück. Das hat ihn schon sehr gekränkt. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber es ging nicht, ich konnte nicht hierher kommen. Jetzt bist du ja da. Mama, ich geh mit Großvater Kuchen essen. Lass ihn da stehen! Du Lächel, du Schelm, stell den Kuchen hin! Meinen Sie, man kann sie wirklich alleine reiten lassen? Oh ja, ich habe sie heute Morgen in der Halle beobachtet. Sie reitet sehr gut. Kann ich noch ein bisschen ausreiten? Na klar. Oh, pass auf dich auf. Hm? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Bis dann, Papa. Na, bis dann. Wiedersehen, Björn. Mach's gut. Lass ihn abstehen. Großartiger Kuchen. Hab ich dich, du kleiner Trottel. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wir wollen doch alle was von dem Kuchen haben lassen. Hm? Runter mit dem Mund, der Großartiger. Dankeschön. Das gute Stück. Du, also wenn Sie noch wollen, stelle ich Ihnen und Emma ein Stück aufs Zimmer. Danke, sehr freundlich. Also ich würde mal los nachsehen, was sich verändert hat in den Jahren. Ach, hier ist alles beim Alten. Das würde mich freuen. Also dann. Komm, du Rübe, wir zwei gehen in den Stall. Das ist ein netter Mann. Du gefällst ihm anscheinend. Der ist doch bestimmt verheiratet. Viel zu kompliziert. Was tun Sie da, Herr Jakobsen? Oh, Entschuldigung, dass ich hier einfach so reingegangen bin, aber ich konnte nicht anders. Wenn ich dieses Haus sehe, das ist plötzlich, als wäre ich wieder 8. Einmal bin ich die Treppe hier runtergerannt, weil mein Vater mit mir angeln gehen wollte. Und an irgendeiner Stufe, da war ein Brett locker. Ich bin gestolpert, die Treppe runtergekugelt, aber ich habe mir nichts getan. Diese Stufe. Wie oft wurde die repariert? Meine Mutter saß gern unter den Bäumen dort. Sie war damals schon sehr schwach. Aber sie hat die Luft genossen und die Wärme und den herrlichen Blick über den See. Ich kann mich gut an Ihre Mutter erinnern. Kommen Sie, gehen wir ein Stück. Ihre Mutter war eine sehr fröhliche Frau, aber sie hat immer gefröstelt. Abends haben wir dann Karten gespielt oder die Fische gebraten, die mein Vater und ich gefangen hatten. Ja, wir haben viel gelacht, trotz allem. Das war eine sehr intensive Zeit für uns. Wir waren froh, dass wir hier sein konnten auf Marilund. Aber im Dezember darauf ist meine Mutter dann gestorben. Oh, das tut mir leid für Sie.
Sagen Sie, was ist eigentlich passiert, dass Marilyn versteigert werden soll? Die Bank sagte meinem Partner, sie seien gar nicht mehr die Eigentümerin. Das Anwesen sei an die Nordisk Bank gefallen und die... Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ja? Ah, Claes. Und, wie sieht's aus? Hast du das Grundstück schon gesehen? Hast du schon eine Idee? Übrigens, ich habe vorab schon mal ein paar Baufirmen kontaktiert. Ich gehe davon aus, dass wir die Neubauten auch in Holz bauen. Ja, nun mal nicht so eilig. Das ist alles nicht so einfach. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Du hast genau 3 Tage. Bis dahin müssen wir wissen, ob sich die Sache für uns rechnet. Also, seh zu. Ja, sicher. Bis hoffentlich bald. Ja, ich melde mich. Bis dann. Schön, dass sie da ist. Sie hat sich nur 3 Tage Urlaub genommen. Ist immerhin ein Anfang. Ja. Hast du schon mit ihr geredet? Ich hab's versucht. Sie hat's eben nicht leicht. Danke. Sie fühlt sich immer noch schuldig nach 10 Jahren. Immer auf der Flucht. Warum verschwendet sie so ihr Leben? Ich würde ihr wirklich gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Letztendlich muss sie ihren Weg alleine finden. Unglaublich, wie schön es ist, oder? Ja. Es gibt nicht viele Orte mit so einem besonderen Zauber wie in Marilund hat. Stimmt. Sind Sie nicht auch sofort viel entspannter, wenn Sie hierher nach Hause kommen? Ich bin nicht oft hier. Aber ich kann verstehen, dass es Ihnen hier gut gefällt. Ingrid hat mir erzählt, dass Sie als Kind mal hier waren. Sie haben bestimmt schöne Erinnerungen an die Zeit. Schade, dass Sie damals noch nicht auf der Welt waren. Wir hatten bestimmt einen Riesenspaß zusammen gehabt. Ich war ziemlich wild als Mädchen. Ich bin immer mit meinem Vater um die Wette geritten oder mit seinem Motorboot über den See gedüst. Auf jeden Fall schön, Sie jetzt kennenzulernen. Finde ich auch. Ich muss leider gehen, weil ich habe Ingrid versprochen, beim Einkochen zu helfen. Wiedersehen, Magnus. Wiedersehen. Ist es richtig so, Björn? Sieht gut aus, mein Mädchen. Nicht lasse, du verjagst immer die Fische. Und? Schon was gefangen? Nicht wirklich. Kann ich was helfen? Hey, Sie haben Ferien. Oh, ich kenne mich damit ein bisschen aus. Ich hab von meinem Studium meine Schreinerlehre gemacht. Aha. Na? Sagen Sie, was ist da eigentlich los mit Marilund? Wieso? Ich hab Eleonore Fröbing getroffen. Die ist so merkwürdig. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Wir haben schon lange keinen Kontakt mehr mit ihr. Sie lebt da allein? Manchmal kommt jemand aus Sundfall und hilft ihr beim Holzmachen oder beim Mähen, aber eigentlich lebt sie da wie eine Einsiedlerin. Was haben wir damals für schöne Zeiten verbracht auf Marilund? Wir alle zusammen. Diese Sommerfeste. Der ganze Park war voll
Unter Lampions und Musik, es wurde gespielt und gelacht und getanzt und gesungen. Es ist so ein Jammer, ist das. Was ist denn passiert? Es war ein Unglück und danach war nichts mehr so, wie es mal war. Deine Rosen wieder sind. Meine Kunden warten schon drauf. Was bekommst du heute von mir? Zahlen kannst du beim nächsten Mal. Ach was, ich hol schnell das Geld. Du hast doch einen Moment Zeit, hä? Für nächstes Jahr wirst du dir einen neuen Lieferanten suchen müssen. Die Zeiten ändern sich. Wer weiß, ob da noch Rosen blühen auf Marilyn. Den Duft habe ich schon als Kind geliebt. Heiße Früchte und Zucker. Vorsicht, noch ganz heiß. Magst du ein Stück Brot dazu? Genauso gut wie bei deiner Mutter. Zu viel der Ehre. Ingrid ist dafür verantwortlich. Ich bin hier nur zum Umfüllen abgestellt. Weißt du, das ist schon komisch. Du warst 10 Jahre lang nicht hier. Und wenn ich dich jetzt so sehe, dann ist es, als ob du nie weg gewesen wärst. Geht's dir nicht auch so? Ich hätte dich einfach holen sollen. Ich hätte dich zwingen müssen, mit nach Hause zu kommen. Es wäre meine Pflicht gewesen. Ich wäre nicht mitgekommen. Ach, du glaubst, wenn du nicht dran denkst, da draußen in deiner großen Welt, dann ist das auch alles nicht passiert. Hm? Man kann doch was nicht ungeschehen machen, indem man einfach nicht mehr dran denkt. Papa, du musst das verstehen. Wenn man eine Erinnerung nicht aushält, dann schiebt man sie weg. Und damit kann ich ganz gut leben. Den Eindruck habe ich aber ganz und gar nicht. Du läufst vom Leben davon, Engelchen. Komm, Papa, du weißt doch gar nichts von meinem Leben. Ach, und das findest du gut, hm? Lena, ich bin dein Vater. Und seit Jahren schließt du mich einfach aus deinem Leben aus. Aber wahrscheinlich willst du von uns hier sowieso nichts mehr wissen. Das stimmt doch gar nicht. Wir telefonieren doch immer mal wieder. Ach, toll, wir telefonieren miteinander. Wunderbar. Soll ich dir mal was sagen? Das ist ein ganz schrecklicher Gedanke für mich, dass du so weit weg von uns ein Leben führst, was dich überhaupt nicht glücklich macht. Das ist doch gar nicht wahr. Man braucht doch nicht einen Mann und ein Haus und ein Dutzend Kinder, um glücklich zu sein. Lass mir jetzt weismachen, dass du gerne alleine lebst. Ich erinnere mich noch sehr gut an deine Teenager-Träume. Ja, ich wollte immer die Welt sehen. Ja, aber du wolltest doch immer einen Mann haben und Kinder haben. Papa hast immer gesagt, Papa, ich schaff das schon. Ich krieg das alles unter einen Hut. Und jetzt guck dich mal an. Sehnst du dich nicht danach, manchmal, wenn du so von deinen Reisen nach Hause kommst, dass da jemand ist, der einfach dich erwartet? Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass ich so ein Glück überhaupt nicht verdient habe? Du redest einen solchen Unsinn. Jetzt hör doch auf, dich in deinen Schuldgefühlen zu vergraben. Damit muss doch endlich mal Schluss sein, Lena. Entschuldigung, ich wollte nur fragen, wo ich in so einem Fall Batterien für eine Kamera bekommen kann. Hendricks Drogerie. Wenn Sie nach so einem Fall reinkommen, ist es die erste links. Ich bringe sie hin. Ich wollte sowieso noch Zucker kaufen für die Marmelade. Passt du so lange auf die Früchte auf? Und, wollen wir? Bist du wieder zurück? Grüß dich, Frieda. Nur für die Ferien. Schön. Hendricks Drogerie ist gleich am Hafen. Soll ich mitkommen oder soll ich am Marktplatz auf Sie warten? Wo kriegen Sie denn Ihren Zucker? Den Zucker, den hole ich im Supermarkt. Stina, hey. Hey, Lena. Lange nicht gesehen. Ja. Das ist Magnus Jakobsen, einer von Ingrids Gästen. Ah, hi. Hey. Du siehst klasse aus. Geht's dir gut? Ja, super. Willst du Blumen kaufen? Die sind ja traumhaft. Ja, das finde ich auch. Elinor Fröhlin hat die schönsten Rosen in der ganzen Gegend. Diese Sorte heißt auch Marilund. Es hat mich damals ganz schön viel Mühe gekostet, deine Tante zu überreden, mir die Rosen zu verkaufen. Aber naja, sie ist ein wenig eigen. Kein Wunder nach der Sache damals. Wir müssen dringend zum Einkaufen. War schön, dich zu sehen. Ja, mach's gut, Lena. Geben Sie mir die Rosen doch.
Die sind einfach zu schön. Stimmt so. Tag. Danke. Hey, Do. Warten Sie. Warum haben Sie denn... Ich will diese Rosen nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Entschuldigung, ich stelle mich wirklich an. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wollen wir vielleicht ein Eis essen gehen? Früher gab es hier das beste Eis westlich von Stockholm. Aber nur, wenn ich Sie einladen darf. Klar. Danke. Schoko, Himbeer, Blaubeeren. Meine Lieblingseissorten. Wo wussten Sie das? Oh, bei manchen Menschen kann man Gedanken lesen. Kennen Sie das nicht? Man muss ihn nur tief genug in die Augen sehen. Du kannst ja mal versuchen. Okay. Dasselbe nochmal, bitte. Das stimmt. Sehen Sie, ich kann auch Gedanken lesen. Bitte. Da haben wir ja schon mal was gemeinsam. Warum ist Ihre Frau... Sie zuerst. Warum ist Ihre Frau eigentlich nicht mit im Urlaub? Britta ist Journalistin. Sie ist sehr ehrgeizig und ziemlich erfolgreich. Sie hat sich um einen Job beworben in Göteborg. Mhm. Beim Dagbladet. Das Dagbladet ist eine gute Zeitung. Ja, ist eine tolle Chance für Sie. Und was ist mit Ihnen? Ist nicht so toll für eine Beziehung, wenn man so oft getrennt ist. Wir haben eine Menge Versuche unternommen, unsere Ehe zu retten, aber... Die Dinge ändern sich. Ach, herrlich. Geht's dir gut? Ja, ich bin nur ein bisschen müde. Zu viel Sauerstoff. Wie war's mit Magnus in der Stadt? Gut. Hat sich ja echt nichts verändert. Wir haben Batterien gekauft. Und Zucker. Ja. Sag mal, wenn dein Malte nicht wäre, würde dir Magnus gefallen? Wieso? Sieht gut aus, super nett, hat einen schönen Beruf. Einen schönen Beruf habe ich auch. Aber der passt einfach nicht zu einer festen Beziehung. Du könntest dich ja zum Bodenpersonal versetzen lassen. Ich würde es nicht aushalten, an einem Ort festgenagelt zu sein. Noch dazu mit einem Mann. Ingrid, ich habe ein paar Mal versucht, mich zu binden. Und ich habe jedes Mal Angst bekommen. Es muss ja nicht immer alles so bleiben. Manche Dinge ändern sich. Ich glaube, das habe ich heute schon mal gehört. Dann ist ja vielleicht was dran. Ich weiß es nicht. Hey, Papa. Hey. Hast du was dagegen, wenn ich mit dem Boot rausfahre? Wenn du noch weißt, wie es geht. Papa, ich konnte doch Boot fahren, noch bevor ich laufen konnte. Erinnerst du dich? Ja. Ach, wenn du schon mal dabei bist, könntest du mir vielleicht meine neuen Netze abholen bei Johann Steenmark. Hat seinen Laden drüben in... Ist das so, und ich weiß. Ich fahr vorbei, alles klar. Bis später. Super. So sollte es immer sein. Mhm. Du hörst mir ja nicht zu. Denkst du wieder an Marilund? Was hast du bloß immer mit diesem Haus? Ich hab dir doch erzählt. Ich hab da als Kind mal die Ferien verbracht. Lächeln. Und seitdem gefällt's mir. Wer wohnt da? Eine Frau, Elinor Frödin. Allein? Ist sie da nicht einsam? Vermutlich schon. Mund auf, Augen zu. Findest du nicht, dass hier alles gut schmeckt, wie es hier schön ist? Was? Was ist denn das für ein Satz? Ein wahrer. Und jetzt muss ich gehen. Björn hat mir versprochen, dass ich dabei sein darf, wenn der Tierarzt die Pferde impft. Du findest doch allein zurück, oder? So, ich wohne zwar in der Stadt, aber mein Orientierungssinn funktioniert noch. Du sag doch Björn bitte, ich kann ihm helfen, den Zaun zu reparieren, wenn er will. Du bist schon komisch. Zu Hause schraubst du nicht mal eine Glühbirne rein und hier gibst du den Handwerker.
sicher, immer. Ich fahre nach Östersund und hole ein paar Netze für meinen Vater. Östersund? Ja, da wollte ich immer schon mal hin. Kommen Sie. Ihr Bayer. Kanntest du den? Nein, wieso? Ich würde ihm eine Flasche Champagner schicken. Sag mal, Herr Jakobsen, solltest du dich nicht lieber um deine Frau kümmern, als mir den Kopf zu verdrehen? Den Kopf verdrehen? Ach, tue ich das wirklich? Bisschen? Mir schon ziemlich schwindelig. Und? Gefällt's dir, das schwindelig sein? Ich glaube schon. Was mit dir? Gibt's da wen in deinem Leben? Ach, so dessen sind die Matrosen des 21. Jahrhunderts. In jedem Flughafen anderer. Oh, dann musst du den Beruf wechseln. Magnus, ich liebe meine Freiheit. Grüßen Sie Ihren Vater. Danke, Bengt. Hey, du. Hey, du. Hey. Hey. Wollen wir noch was machen? Vielleicht tanzen gehen? Du tanzt doch gern, oder? Ja, schon. Aber es geht mir alles ein bisschen schnell. Ich habe mich für meine Verhältnisse schon sehr weit vorgewagt. Wir können es auch langsam angehen lassen. Sehen wir uns morgen? Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Gute Nacht, Magnus. Gute Nacht, Lena. Ein schöner Tag. Lena, bist du hier oben? Was machst du da? Ich packe. Ach. Mein Urlaub ist morgen vorbei. Wovor läufst du weg? Vor Marilund oder vor Magnus? Ich laufe vor nichts weg. Du hast dich verliebt, habe ich recht? Du hast dich in Magnus verliebt und jetzt kriegst du Panik. Selbst wenn es so wäre. Ich bin nicht geschaffen für die Liebe. Ach, so ein Blödsinn. Es mag sein, dass du Angst davor hast, dich zu binden, dich jemandem zu öffnen. Aber auf der anderen Seite willst du doch geliebt werden und dich geborgen fühlen, oder nicht? Ich kann das einfach nicht. Doch, du kannst. Doch. Ja? Ah, Claes. Ja, wie läuft's? Was gibt's Neues? Was ist los? Warum höre ich nichts von dir? Du wolltest mir doch schon längst die Pläne geschickt haben. Du, hör zu. Ich habe mir was überlegt.
Vielleicht ist es doch besser, wenn wir das Haus im Ganzen erhalten. Das ist echt ein Schmuckstück. Wenn wir da Apartment-Einheiten reinbauen, da wird es wesentlich an Charme verlieren. Bist du verrückt geworden? Das Ganze rechnet sich nur, wenn wir so viele Einheiten wie möglich rausholen. Also, entweder so, oder wir lassen die Finger von der Sache. Jetzt sieh zu, dass du mir so schnell wie möglich die ersten Pläne und vor allem die Kalkulation schickst. Ja, sicher, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Tage, hörst du? Bis Ende der Woche, mehr Zeit hast du nicht. Ja, du, ich muss Schluss machen. Bis dann. Frau Frödin, kann ich Sie mal kurz sprechen? Sie sind ganz schön hartnäckig. Ja, ich muss mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Ich glaube, hier läuft etwas grundlegend schief. Wollen Sie wirklich, dass die Bank Marilyn versteigert an den Meistbietenden, der damit macht, was er will? Was wollen Sie eigentlich? Ich will nach einer Lösung suchen. Mit Ihnen zusammen. Sie wollen doch Marilund auch nicht verlieren. Das muss doch in Ihrem Interesse liegen, das Anwesen zu erhalten. Mein erstes Interesse gilt im Moment meinem Fahrrad. Ich muss nach Sundwall die Blumen abliefern. Können Sie einen Platten reparieren? Ja, sicher, kann ich. Ich kann Sie aber auch mit dem Auto hinfahren. Aber nur, wenn Sie nicht dauernd über diese Bankgeschichten reden. Bitte. Hey, Magnus. Hey. Sind Sie jetzt hier der Blumenbote? Ja, warum nicht, wenn ich Frau Frödin damit helfen kann? Wie geht's denn? Waren Sie beim Arzt? Ja, verheilt alles ganz prima. Nächste Woche kann ich auf die Schläge verzichten, sagt er. Stine ist im Moment nicht da, aber... Hallo, Björn. Hey, Eleanor. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Sehr gut. Wenn Sie die Blumen einfach nur im Laden abgeben würden. Danke. Moment mal, ich fahre Sie doch wieder nach Hause. Versteht diese Frau nicht. Was hat sie nur? Habe ich Ihnen doch gesagt, das ist eine schwierige Geschichte. Wir haben schon lange aufgehört, darüber zu reden. Hey. Hey. Eigentlich wollte ich schon weg sein. Aber? Ich habe meinen Urlaub verlängert. Ich habe deinem Vater versprochen, den Zaun an der Südweide zu reparieren. Ich wollte gleich mit dem Fahrrad los. Hast du was dagegen, wenn ich mitkomme? Hm? Thank you.
Lena, was ist denn los? Lena, warte! Lena, was? Was hast du denn? Das war doch nur ein Elch. Lass mir nicht sagen, was los ist. Das ist wirklich gut. Als wärst du im Sattel geboren. Swala ist aber auch so ein liebes Pferd. Wir kommen super gut miteinander aus. So, alles okay. Du kannst los. Bis dann, Björn. Pass auf dich auf, mein Mädchen. Alles klar. Was willst du mir damit sagen? Ich habe gerade über unsere Zukunft nachgedacht. Unsere Zukunft? Magnus, wir kennen uns doch kaum. Tja, und? Was bedeutet das schon? Willst du nicht, dass es weitergeht mit uns? Doch, natürlich. Ich bin ja auch öfter in Stockholm. Ich will dich nicht nur hin und wieder sehen. Kannst du dir wirklich nichts anderes vorstellen? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich der geborene Single bin? Kein Mensch ist der geborene Single. Das behaupten nur Leute von sich, die Egoisten sind. Wahrscheinlich bin ich das auch. Jeder Mensch sehnt sich doch nach einem Partner. Ich will dich nicht drängen. Aber eine kleine Chance kannst du uns schon geben. Ich kann dir nichts versprechen, Magnus. Dann verspreche ich dir was. Denk drüber nach. Und wie auch immer du dich entscheidest. Ich werde da sein. Weißt du, wo Magnus ist? Ich bräuchte mal seine Hilfe. Er ist zur Südweide gefahren wegen dem Zaun. Er tut dir gut, hm? Siehst so entspannt aus. Es geht mir auch gut. Aber? Ich wollte eigentlich gar nichts Ernstes. Und? Ist es schon zu spät? Es ist noch nie gut gegangen. Ach, Engelchen, einmal ist es nicht gut gegangen. Einmal, das war vor über 10 Jahren. Danach hast du es doch gar nicht mehr versucht. Glaube ich jedenfalls. Jetzt nimmst du mal deinen ganzen Mut zusammen und lässt dich einfach fallen. Richtig fallen, lass dich mal richtig drauf ein. Du wirst sehen, es passiert dir nichts. Und warum bist du dir so sicher? Weil du es verdient hast. Weil du es einfach mal verdient hast, richtig glücklich zu sein. Magnus? Wollen wir heute Abend nach Sundwald zum Tanzen fahren? Sundwaller Fischsuppe.
Ich hoffe, es schmeckt. Es duftet schon mal gut. Sag mal, hast du das Loch im Zaun gefunden? Ja, war doch ziemlich groß. Ich habe es erstmal provisorisch zugemacht. Danke. Aber du solltest das Stück vielleicht irgendwann mal ersetzen. Sobald Sören zurück ist, machen wir das. Deswegen bist du also hier. Du willst Marilund ersteigen und auf dem Grundstück eine riesige Wohnanlage bauen. 45 Einheiten. Du irrst dich, Lena. Warum hast du mich angelogen? Moment mal, ich kann es doch erklären. Mein Partner hat erfahren, dass Marilund zwangsversteigert werden soll. Er dachte sich, es sei ein tolles Grundstück. Wie, zwangsversteigert? Das kann doch gar nicht sein. Doch. Elinor Frödin hat einen Bankkredit aufgenommen, den sie anscheinend nicht zurückzahlen kann. Und da dachtest du, es wäre eine tolle Gelegenheit, hier ein dickes Geschäft zu machen, Das stimmt nicht. Seitdem ich weiß, dass es sich um Marilund handelt, da will ich das doch gerade verhindern. Tatsache ist aber, dass du hier nicht deine Ferien verbringst, wie du uns allen vorgemacht hast, sondern dass du hier bist, um Tante Elinor Marilund wegzunehmen. Ich hab dir vertraut. Lena! Zwangsversteigert. Guten Appetit. Lena, warte! Jetzt warte doch mal! Lass mich los! Hör mir zu, ich kann dir das Ganze erklären. Du musst mir gar nichts erklären. Ich bin auf dich reingefallen. Es geht dir die ganze Zeit um deinen Profit. Das ist nicht wahr. Mein Partner hatte zwar vor, Marilund eventuell zu ersteigern, aber... Jetzt will ich dir mal was sagen, Magnus. Egal, was ihr vorhabt, daraus wird nichts. Das Haus und der größte Teil des Parks gehören zwar Elinor Frödin, aber das, was das Objekt für euch interessant macht, das gehört ihr gar nicht. Moment mal. Ich verstehe nicht. Klar verstehst du nicht. Das Bootshaus, der Steg und ein 10 Meter breiter Uferstreifen gehören nicht Elinor Frödin, sondern meinem Vater. Und der darf kein zu Gift nehmen, wird niemals verkaufen. Niemals. Ihr könnt also alle eure schönen Pläne vergessen. Sag nichts. Ich könnte mich selbst dafür ohrfeigen, dass ich auf diesen Mann reingefallen bin. Wieso war ich bloß so blind? Es hat sich doch keiner von uns Gedanken darüber gemacht, was Magnus hier noch vorhaben könnte, außer Ferien machen mit Emma. Mach mir Emma. Ich kann nur hoffen, dass die Mutter netter ist. Ach, jetzt übertreibst du aber, komm. Ich hab's doch gleich gesagt, dass es nicht gut gehen kann. Warum habe ich auch nur eine Sekunde dran geglaubt, dass ich was ändern könnte? Marilund ist das Einzige, was Elinor geblieben ist. Was wird aus ihr, wenn sie das auch noch verliert? Selbst wenn ich wüsste, wie man ihr helfen könnte. Sie wird's nicht wollen. Tante Elinor hasst mich. Emma? Komm, wir wollen fahren. Ich glaub's nicht. Das Haus brennt und du haust ab. Ich würde nur Öl ins Feuer schütten. Das ist falsch, das weißt du. Was heißt denn hier falsch? Magnus hat mir von Anfang an was vorgemacht. Da wirst du doch verstehen, dass ich hier weg muss. Nein, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie man bei der ersten Schwierigkeit gleich aufgeben kann. Habt ihr Emma gesehen? Was, ist sie noch nicht zurück? Nein. Vielleicht ist sie im Stall. Da ist sie auch nicht. Verdammt, ich hätte sie nicht alleine ausreiten lassen dürfen. Magnus, beruhige dich. Es ist schon nichts passiert. Ja. Svala ist ein gutes Pferd, die sind bestimmt bald zurück. Okay, ich weiß, was wir machen. Ich sag Papa Bescheid. Wir finden sie, Magnus. Hier ist noch kein Mensch verloren gegangen. Ich gehe sie suchen. Ich komm mit! Emma! 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 Kannst du mich hören? Emma! 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 Emma, wo bist du? Emma! Emma! Und? Nichts. Ja, wenn sie bewusstlos ist, kann sie uns ja auch nicht hören. Ingrid hat bestimmt ganz viele Leute zusammengetrommelt, die alle suchen. Ja, ich suche da drüben weiter. Emma! Emma! Wo steckst du? Papa! Hier! Ich bin hier! Oh, Gott sei Dank, da bist du ja. Was ist mit dir? Mein Bein. Hast du schon versucht aufzustehen? Es geht nicht. Tut so weh. Ist wahrscheinlich gebrochen. Ich laufe zum Hof und hol das Auto. Würdest du bei ihr bleiben? Klar. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Jetzt seid ihr ja da. Also, bis gleich.
Arme, du machst ja Sachen. Was denn passiert? Zwar leist du normalerweise ganz brav. Nicht bleiben. Bei Gewitter soll man nicht unter Bäumen sein. Ich weiß. Ich habe eine Idee, wo wir uns unterstellen können. Ist nicht weit von hier. Komm, kannst du aufstehen? Oh, Vorsicht. Wenn ich dich stütze, kannst du ein Stück gehen? Ah! Oh nein. Warte mal, das machen wir anders. So. Hinsetzen. So, Vorsicht. Ist dir kalt? Okay. Emma? Trockne dich damit ab, ich bin gleich wieder da. Okay. Was machst du hier? Warum tust du sowas? Warum hast du das Motorrad aufgehoben? Das ist doch... Wieso? Es wird noch hier sein, wenn ich schon längst tot bin. Vielleicht wollte ich verhindern, dass mit mir auch die Erinnerung stirbt. Aber was denkst du denn? Dass ich es vergessen hätte? Dass ich es vergessen könnte? Ich wünschte, ich könnte es. Ich wünschte, es gäbe einen einzigen Tag in meinem Leben, wo ich nicht dran denken müsste. Lena! Das ist Emma, die Tochter eines Feriengastes. Sie hatte einen Unfall. Was fehlt ihr? Kann ich helfen? Sie ist klatschnass. Hast du vielleicht eine Decke für sie? Natürlich. Gleich wird der wärmer. Du hast einen Schock erlitten, da friert man leicht. Komm, trink das. Schmeckt vielleicht nicht sehr gut, aber es beruhigt. Ich gehe da mal raus und guck, wo Magnus bleibt. Wer sind Sie? Ich bin Elinor. Gehört ihm Marilund? Es ist schön hier. Ein bisschen wie verzaubert. Das hat mein Sohn auch immer gesagt. Ein bisschen wie verzaubert. Und wo ist Ihr Sohn jetzt? Das wird wohl dein Vater sein. Oh, hier seid ihr. Ich habe euch überall gesucht. Sie ist drin. Tante Eleanor kümmert sich um sie. Na los, dann wollen wir mal. Du bist echt tapfer. Komm, gleich sind wir im Krankenhaus. Und da geben sie dir was gegen die Schmerzen. Hm? Moment noch. Wiedersehen, Eleanor. Danke. Ich danke auch, Frau Frödin. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Und, wie sieht's aus? Wir haben den Knochen geröntgt, der ist angebrochen. Wir legen jetzt noch eine Schiene und dann würde ich Sie bitten, in einer Woche Ihren Hausarzt in Stockholm aufzusuchen. Kurz, Herr Schulter. Ja, machen wir. Gut, danke. Gute Nacht. Der Knöchel ist noch angebrochen. Ach, Gott sei Dank. In 2-3 Wochen ist alles wieder gut. Danke, dass du dich um einmal gekümmert hast. Du, ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Wenn es in meiner Macht stünde, dann würde ich alles tun, um Marilyn zu erhalten. Es ist eine Sünde, daraus eine Wohnanlage zu machen. Aber die Bank würde es nicht interessieren. Und die wollen das Anwesen nur verkaufen. Und wer am meisten bietet, der bekommt es. Eure Familien, die waren doch mal eng befreundet. Könnt ihr Elinor denn nicht helfen? Man müsste wenigstens die Versteigerung verhindern. Dann hätte ich eine Menge Ideen, was man damit machen kann. Tante Elinor wird es niemals zulassen.
Er gibt sie Marilund auf. Emma, Schätzchen, wie geht's? Hast du Schmerzen? Ich habe ein Schmerzmittel gekriegt. Na, das wird wohl bis Stockholm reichen. Hm? Dann gehen wir gleich zu Dr. Paulsen. Ach, müssen wir schon wieder fahren? Ich muss auch mal wieder ins Büro. Danke. Vorsicht. Na komm, vorsichtig, ne? Ich pack noch mal unsere Sachen und dann fahren wir gleich ab. Hm? Yep. Alles okay? Ja. Lena? Sehen wir uns denn wieder? Ich weiß es nicht. Ja, ich werde dich anrufen, ja? Magnus, vielleicht ist es besser, wir beenden es, bevor wir... Bevor was? Bevor es ernst wird? Du, mir ist es schon ernst. Spürst du das nicht? Ich kann dich nicht einfach aufgeben. Ich finde das alles sehr schwierig. Ja, dann lass uns versuchen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Lena, wir können das. Warum bist du dir so sicher? Ist doch ganz einfach. Ich liebe dich. Da seid ihr ja wieder. Emma, mein Schätzchen. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Ich bin gleich losgefahren, als ich gehört habe, was passiert ist. Ist alles nicht so schlimm. Ach, Mama, können wir nicht noch ein bisschen hier bleiben? Hey. Magnus. Hey, Britta. Du willst doch nicht jetzt schon fahren, ohne Papa Tschüss zu sagen. Du trinkst jetzt noch einen Kaffee mit mir und wartest, bis Papa wieder da ist. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich hätte euch nicht allein fahren lassen sollen. Wieso? Du hättest auch nicht verhindern können, dass Emma vom Pferd fällt. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich hätte das schon lange tun sollen. Ja. Ich muss auch mit dir reden. Du hast doch gewusst, dass er verheiratet ist. Ja, und du hast ihn mir doch noch eingeredet. Ich hab dir gar nichts eingeredet. Ich fass es nicht. Du legst dir alles so zurecht, dass du mit gutem Gewissen weglaufen kannst. Warum kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen? Ich hab satt, mich von dir sagen zu lassen, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich weglaufe. Ich habe mich auf ihn eingelassen. Was macht er? Er lügt mich an. Er lügt dich nicht an. Nur weil er dir was verschwiegen hat, lügt er dich nicht gleich an. Verstehst du das nicht? Gerade noch hat er zu mir gesagt, dass er mich liebt. Und dann taucht auf einmal seine Frau hier auf und zwischen den beiden ist alles wunderbar. Er hat mich doch immer nur angelogen. Marilund, seine Frau. Weißt du, das Schlimmste ist, dass ich mich in ihn verliebt habe. Und jetzt ist alles wie immer. Lena, meine Güte. Da hat dir vielleicht wegen Marilund nicht alles erzählt. Na und? Und was Britta betrifft, ich hatte die Möglichkeit, mich länger mit ihr zu unterhalten. Zwischen den beiden läuft gar nichts mehr. Hey, kämpf um ihn. Lena, ich weiß, wie das alles auf dich wirken muss, aber... Du musst mir nichts erklären, Magnus. Du hast ein Kind und an das musst du jetzt denken. Das mit uns wäre sowieso nichts geworden. Ist gut so, wie es ist. Ich dich doch auch. Komm, sei nicht so ungeduldig. Spätestens morgen bin ich wieder da. Ja, bis dann, mein Liebling. Ich freue mich auf dich. Kenn ich ihn? Es tut mir leid, Magnus. Ich wollte es ja schon lange sagen, aber es war irgendwie nie die richtige Gelegenheit. Ich habe ihn bei den Theatertagen in Göteborg kennengelernt. Letzten Sommer. Er ist Dramaturg dort am Theater. Es ist was Ernstes, ja? Mhm. Irgendwie habe ich es geahnt. Danach warst du noch mehr unterwegs.
Wann hat es aufgehört mit uns? Es gibt wohl keinen bestimmten Zeitpunkt. Irgendwann. Willst du nach Göteborg ziehen? Ja, wir haben eine kleine Wohnung am Hafen gefunden. Und Emma? Was denkst du? Das Wichtigste ist wohl, dass wir uns fair verhalten. Und bei wem soll sie leben? Sie wird es uns schon sagen, bei wem sie leben will. Sie ist ein kluges Mädchen. Ganz die Mama. Oder ganz der Vater. Papa, ich muss fahren. Mein Urlaub ist zu Ende. Kommst du wieder? Komm ich doch in Stockholm besuchen. Was ist mit Elinor? Ich kann dir nicht helfen. Du würdest dir auch selber helfen. Mach's gut, Papa. Malte, wie geht's dir? Sehr gut. Und wie geht's dir? Ich bin auf dem Weg nach Stockholm. Ich komme aus London. Sehen wir uns heute Abend? Klar, warum nicht? Sehr gut, ich hole dich um 9:30 ab. Gut. Was willst du machen? Essen, Kino oder bleiben wir bei dir? Warte mal, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich rufe dich an, wenn ich da bin. Okay, dann sehen wir weiter. Okay, ich freue mich. Bis dann. Ja, bis dann. Komm, Emma. Lass uns fahren. Hm? Mama ist zurückgefahren nach Göteborg. Sie hat mir alles gesagt. Werdet ihr euch wirklich trennen? Ja, ist wohl das Beste. Es tut mir leid, Emma. Ich wollte es dir wirklich schon dabei bringen. Ich komme schon klar damit. Weißt du, ich mag Göteborg. Ich werde sie dauernd besuchen. Was soll das heißen? Was hast du denn gedacht? Klar werde ich bei dir bleiben. Wir sind ein gutes Team, oder? Oh ja, das sind wir. Oh, ich bin so froh, dass ich dich habe. So, jetzt lass uns aber fahren. Ja. Und was ist mit Marilund? Seit wann interessiert dich Marilund? Mich vielleicht nicht so sehr. Aber dich, du gibst auf, Papa. Das kenne ich gar nicht an dir. Gib mir noch eine halbe Stunde. Bis gleich.
Die Maschine ist viel zu schwer. Ich kann genauso gut fahren wie du. Bitte. Liebst du mich nicht mehr? Ich bin doch auch ganz vorsichtig. Okay, okay. Danke. Er war noch so glücklich. Ich weiß noch genau, wie er hinter mir auf dem Motorrad saß und er hat gelacht. Er war noch so fröhlich. Und ich war so verliebt in ihn. Er wollte immer Arzt werden. Und Tante Eleanor wäre so stolz auf ihn gewesen. Es war meine Schuld. Ich habe Stefan umgebracht. Oh, ich konnte nichts machen. Es ging alles so wahnsinnig schnell. Es ging so schnell. Tante Eleanor. Was macht sie denn da? Los, komm. Eleanor! Eleanor!
das Licht! Tante Eleanor! Tante Eleanor! Komm zurück! Eleanor! Halte fest! Gib die Hand! Lass mich doch in Ruhe. Hat doch alles keinen Sinn mehr. Nein, Tante Eleanor, bitte. Ich hol mal eine Decke. Stefan wäre jetzt genauso alt wie du. Ich habe ihn sehr geliebt. Und er war mein bester Freund. Mein einziges Kind. Als er starb, war auch mein Leben zu Ende. Ich weiß. Tante Eleanor, du wolltest dir damals meine Entschuldigung nicht anhören. Du hast mich nicht mehr sehen wollen. Gut, ich habe das auch verstanden. Ich habe auch nicht erwartet, dass du mir jemals verzeihen würdest. Aber wenigstens einmal muss ich dir sagen, dass es mir leid tut. Ich wollte das nicht. Ich habe genauso um Stefan getrauert wie du, jeden Tag. Und ich trauere immer noch. Bitte, Tante Eleanor, ist mir wichtig, dass du das weißt. Ich habe seit Stefan niemanden mehr geliebt. Ich habe... Du hast doch dein Leben zerstört, ich weiß. Ich wollte, dass du genauso unglücklich wirst, wie ich es war. Aber jetzt, wo du da bist, weiß ich nicht, warum. Es macht Stefan nicht wieder lebendig und meine Schmerzen nicht kleiner. Im Gegenteil. Es war nicht allein deine Schuld, das weiß ich. Mein Gott, was gäbe ich drum, wenn wir schon früher gesprochen hätten? Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir, Lena. Danke. Hier hast du was Warmes. Es wird dir gut tun. Danke. Aber ich habe keinen Hunger. Komm, Eleanor, ist das wirklich? Komm. Ich habe mich viel zu lange nicht um dich gekümmert. Halte wieder hin. Ich bin bis jetzt ganz gut allein zurechtgekommen. Naja. Tante Eleanor, wir müssen mit dir reden. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir Marilund retten können. Ich glaube, es gibt Wege, das Schlimmste zu verhindern. Sie müssen es natürlich auch wollen. Ich könnte sicher ein paar Kronen auftreiben. Ich weiß, wie gut dir Marilund gefällt. Aber es gehört mir nicht mehr. Ja, aber noch gehört es auch keinem anderen. Und zwar doch niemand haben wollen, wenn rauskommt, dass der ganze Uferbereich mir gehört. Und ich verkaufe nicht. Und ohne Seezugang ist das ganze Projekt nichts wert. So ist es. Marilund ist so ein wundervoller Ort. Voller Zauber. Hm? Und du glaubst wirklich, du könntest es retten? Mhm. Marilund ist so ein Ort, nach dem man sich ein Leben lang sehnt. Ich habe immer davon geträumt. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich es irgendwann mal finden würde. Und dann steht man auf einmal davor. Magnus, hast du das eigentlich ernst gemeint, dass du dein Geld in Marilund stecken würdest? Ja, sicher. Ja, warum machst du es denn nicht einfach? Was? Ja, was soll ich machen? Magnus, du sollst hier bleiben und Marilund umbauen. Und dann könntest du auch noch die Leitung übernehmen. Magnus, du musst es machen. Keiner wird es so gut machen wie du. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich kann das nicht allein. Du bist doch gar nicht allein. Papa ist da, Tante Eleanor, Ingrid, Sören. Und du? Und ich bin auch da.
Appetit. Danke. Na, ihr? Lasst es euch schmecken. Danke. Träum ich das alles? Nein, Tante Eleanor, das ist die Wirklichkeit. Ihr Lieben, Magnus Jakobsen und ich haben euch was zu sagen. Also zuerst möchten wir uns allen mal eine gute Krebssaison wünschen. Und des Weiteren wollten wir euch mitteilen, dass Lena und ich Marilund nun offiziell von Tante Eleanor gepachtet haben. Wir werden es renovieren und daraus ein schönes Landhotel machen. Was wir im nächsten Frühjahr mit einem großen Fest, vielleicht ja sogar mit einem Hochzeitsfest, eröffnen werden. Ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt. Danke, Papa. Viel Glück und Erfolg euch beiden. Also, Skål! 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 Noch nicht aussteigen. Wartet doch, bis ich an. Aua! Großvater! Oh Gott, Papa! Meine Damen und Herren, in Kürze landen wir in Stockholm, Arlanda. Wir bitten Sie, die Rückenlehne Ihres Sitzes und den Tisch in eine aufrechte Position zu bringen. Bis morgen. Hey, Do. Hey, Malte. Hey, Lena. Warum bist du nicht auf dem Flug nach New York? Mein Dienst hat sich geändert. Ich fliege die Nachtmaschine. Ach so. Das heißt, wir haben den ganzen Tag zusammen. Ich habe übrigens einen Termin mit der Maklerin gemacht. Um 11 Uhr können wir uns die Wohnung in der Bürgerjahl ansehen. 120 Quadratmeter Holz. Malte, wir haben doch schon so oft darüber gesprochen. Warum willst du denn unbedingt, dass wir zusammenziehen? Ich meine, es ist doch alles schön mit uns, doch alles perfekt. Warte mal kurz, mein Telefon. Lena Lagerberg, hallo? Ingrid. Lena, du musst kommen. Papa hat einen Unfall gehabt. Was, ein Unfall? Was ist denn passiert? Das erzähle ich dir alles, wenn du hier bist. Wann kannst du da sein? Wie, wann ich da sein kann? Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin und morgen früh fliege ich nach Sydney, also... Eigentlich kann ich gar nicht. Diesmal gibt es keine Ausflüchte. Er ist dein Vater und er wird auch nicht jünger. Mein Gott, Lena, einmal musst du doch über deinen Schatten springen. Oder willst du warten, bis wir hier alle gestorben sind? Lena? Bist du noch dran? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Gut, ich komme. Heute Abend bin ich da. Thank you.
ich bin 5 Minuten im Büro. Was ist denn das für ein Projekt? Wie heißt es, Marilund? Und wo liegt es? Ja, ich bin gleich oben. Wie es aussieht, ist das eine richtig tolle Sache. Das Haus ist alt, steht seit Jahren leer. Und der Ort, 1A-Lage. Magnus, das ist eine Gelegenheit. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich Marilund. Wenn wir das alte Haus sanieren und 8 bis 10 Apartments reinbauen, dann können wir hier auf dem Grund ganz locker, ich sag mal, 45 Wohneinheiten hinsetzen. Mit allen Schikanen, mit Seeblick, mit Sauna, Wellnessbereich, vielleicht sogar kleiner Hafen. Das wird ein Knaller. Ja, wir müssen nur schnell sein. Es gibt noch weitere Interessenten, hat mir mein Freund von der Bank erzählt. Also, du fährst hin, siehst dir die Sache an und machst ein paar Pläne. Und nächste Woche wissen wir, ob sich die Sache rechnet. Hallo, Lena. Papa. Ingrid hat gesagt, du hattest einen Unfall. Ich bin so schnell wie möglich hergekommen. Und jetzt ist es nur eine gebrochene Schulter. Gott sei Dank ist es nur eine gebrochene Schulter. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Jetzt nicht mehr. Schön, dass du gekommen bist nach so vielen Jahren. Ich weiß, wie schwer dir das fallen muss. Papa. Das ist meine Tante. Du bist Lasse? Ich habe immer gedacht, du wärst noch ein Baby. Lasse, warte. Erst munter putzen. Ach, tut mir leid. Hallo. Ja, man sollte eben zur Bärenzeit keine empfindlichen Sachen anziehen. Oder zumindest nicht so kleine Ferkel an sich ranlassen. Ist nicht so schlimm, ich wollte mich sowieso umziehen. Wo werde ich denn schlafen? In deinem Zimmer natürlich. Ja, komm doch gleich mit. Wo ist eigentlich dein Mann? Sören ist in Ackersund auf der Bauernmesse. Ach, schade. Ja, es wird ihm leid tun, dich nicht zu sehen. Ich bin so froh, dass du kommen konntest. Ich hatte wohl keine andere Wahl nach deinem Anruf. Schämst du dich wenigstens ein bisschen? Haha, im Gegenteil. Opa, hast du noch Schmerzen? Ach, halb so wild. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte mir schon früher die Schulter brechen sollen. Komm. Marilund? Noch nie davon gehört. Gibt es da einen Flugplatz? Rita, du, ich muss da einfach hin. Ich war da mal als Kind. Das ist ein Traum. Warum willst du nicht mitfahren? Du und Emma, ihr könnt ein bisschen relaxen, schwimmen, gut essen. Und abends kommen wir vielleicht endlich mal wieder dazu zu reden. Ich habe jetzt aber keine Zeit zum Relaxen. Hast du vergessen, dass ich nach Göteborg muss? In 2 Stunden geht mein Flieger. Hörst du mir überhaupt zu? Ich möchte mit Emma und dir in dieses Haus fahren. Glaub mir, das ist wirklich was Besonderes. Aber ich muss zu diesem Vorstellungstermin. So eine Chance bekomme ich so schnell nicht wieder. Ja. Ja, es ist einfach wie bei den Königskindern. Wir beide, wir kommen nicht zusammen. Selbst wenn wir es wollten. Was willst du damit sagen? Wir versuchen es doch immer wieder. Es kann doch nicht sein, dass wir nur wegen unserer Jobs... Vielleicht ist es gar nicht nur wegen unserer Jobs. Okay. Tu, was du tun musst. Ich gehe davon aus, dass du Emma nimmst. Ich kann mich in Göteborg wirklich nicht um sie kümmern. Ja, sicher. Meld dich mal. Ich muss los. Ich habe uns dort eine Ferienwohnung gemietet. Und ich kann da wirklich reiten? Nicht nur in der Halle? Die Vermieterin sagte, wenn du sicher im Sattel bist, kannst du da reiten, so viel du willst. Die haben 10 Pferde. Und Mama? Kommt sie nach? Das hängt davon ab, wie die Sache in Göteborg läuft. Habt ihr euch wieder gestritten? Ach, was. Sie hat in Göteborg zu tun und ich eben in Marilund. Hier hat sich echt nichts verändert. Wir sind erwachsen geworden.
Ist ja sogar gestimmt. Papa hat immer drauf geachtet. Aber gespielt hat er nicht mehr, seit du weggegangen bist. Jetzt erzähl doch mal, Lena. Wie geht's dir in der großen Welt? Macht's dir immer noch Spaß, jeden Tag woanders zu sein? Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Du weißt doch, es war immer mein großer Traum zu fliegen. Und dein Freund, der Pilot, Malte, es gibt ihn doch noch. Ja, es gibt ihn noch. Ja, und? Werdet ihr heiraten? Wollt ihr Kinder haben? Er ist Pilot, ich bin Stewardess. Wir haben noch nie mal eine gemeinsame Wohnung. Ach so. Ist schon in Ordnung so. Ich kann mir ein anderes Leben auch gar nicht vorstellen. Aber so richtig glücklich bist du nicht. Was machen Sie da? Das ist Privatbesitz. Frau Frödin. Hallo. Ja, ich habe gar nicht erwartet, Sie hier noch anzutreffen. Naja, Sie kennen mich sicher nicht mehr. Ich bin Magnus. Magnus Jakobsen. Ich habe als Kind hier...